Die Transhumanz in den Ötztaler Alpen ist eine besondere Form des Schafwandertriebes. Die Wanderungen verlaufen über das Dimmelsjoch, das Hochjoch und das Niederjoch und gelten als die einzige grenzüberschreitende Transhumanz in den Alpen, die über Gletscher führt. Dabei werden nicht nur klimatische, sondern auch Ländergrenzen überschritten. Jährlich werden im Frühsommer rund 6000 Schafe aus Südtirol in die Ötztaler Weidegebiete getrieben und im Herbst wieder retour. Mit Hilfe von 70 bis 80 jungen Männern, den Treibern, kommen die Schafe über die Jöcher. Nach dem Übertrieb bleiben dann die Südtiroler Schafer zurück im Ötztal und leben 3 Monate lang in alten Schaferhütten. Einer davon ist Alfons Kufler aus dem Südtiroler Pfälders, welcher bereits seit 30 Jahren den Sommer mit den ihm anvertrauten Schafen auf der Kugler Alm verbringt. Ich bin den 30. Sommer bin ich da in den Jöllralmen, ich habe da die Grasalm und Skippelalwenden. Das sind 30 Zimmer. Und die 70er Jahre bin ich 5 Zimmer in Dimmelstal gewesen. Im Ganzen bin ich 35 Mal her über Dimmelsjoch mit den Schafen. Das ist mein Leben. Ja, das ist früher so gewesen. Den ersten Tag sind alle zusammengekommen, den zweiten Tag sind wir her über Dimmelsjoch damit. Und jetzt werden sie ein langes Heck geführt mit den Viechwagen. Muss sie nicht hinführen. Das ist jetzt ein paar Jahre. Aber in Herwisch, den wir 2 Tage zusammentreiben, am dritten Tag treiben wir sie. Einst trafen sich an jeden ersten Sonntag im September die Schäfer und Treiber beider Seiten, um den gemeinsamen Sommer mit Tanz und Musik zu feiern. In dieser Tradition wird nun anlässlich des Jochfestes im Kunstraum am Dimmelsjoch von Künstlern aus Süd- und Nordergrenze jährlich dieser öffentliche Raum um ein Kunstobjekt erweitert. Nach dem Ötztaler Dialekt wurden 2011 die Schaftriebe zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO ernannt. Bezugnehmend auf diese Ehrung grast nun seit heuer die blaue Friedensherde zweier deutscher Künstler in diesem jahrtausendealten Kulturraum. Ha, das sind mehrere Schaftriebe. Das ist da einmal über den Dimmel, das ist da einmal über das Niederjoch, einmal über das Höchjoch, früher noch über das Gurgler Eisjoch, zeitweise sogar über das Diesenjoch, wo der Ötzi gefunden worden ist. Also das sind alles die Jächer, die für Südtirol her, wenn man die Schafe hergetrieben hat. Und zwar teilweise seit 6000 Jahren, noch länger. Die Schaftriebe haben eigentlich in den letzten Jahren zugenommen. Es wird eher noch mehr. Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viel werden. Es sind eh schon wieder über 6000. Es sind einmal 4000 gewesen. Also es nimmt eher zu. Und die Begeisterung, muss ich dazu sagen, für die Leute und für die Bauern, vor allem in Finchgau, nimmt auch eher zu. Das ist ein interessantes Hobby jetzt für die Schafbauern. Durch die Beweidung leisten die Schafer und ihre Schafe bis heute einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes in ihren Gebieten. Sie erkennen die Problematik des Klimawandels, dessen Folgen insbesondere im vergletscherten Hochgebirge deutlich spürbar ist. Ja, wir müssen gleich hingehen, hinten entlang der Olen, nicht am Rand, sind Seilen ferner, nicht? Dann ist über eine halbe Stunde der Seil zurückgegangen. Auch. Der Langtalferner hinten ist, der gibt eine halbe Stunde auch nicht mehr. Oben bei Dackerlinden und da ist einfach zurückgegangen, gewaltig. Und der Dingferner drinnen, der grasige Ullerferner, ist vom Erd eben durchgegangen und heute braucht es eine Brücke, dass du durchkommst. Und da hat der alte Wendesvater unten mir erzählt, hinten oben noch im Wechsel Mader gehabt, da oben ein Sicke oben Ohr da. Da haben sie früher auch gemacht und der Ferner ist angegangen, also mit dem Rechen oben auf den Ferner gegangen. Aber hell ist nicht mehr gewesen, bald ich gekommen bin, aber oben rausgeschaut hat er überall noch. Selbst nach über 30 Jahren kommt für den Schäfer mit Herzblut keine Langeweile auf und freut sich über jeden weiteren Sommer in seiner zweiten Heimat, den hinteren Ötztal. Ich fühle mich da nicht recht allein, es kommen noch viel Besuch und kommen nachts noch Besuch. Auch selber mal kommen unten auch noch wieder
mit mir am Blenden Rieb kochen, am Blenden Rieb lassen, mit anderen am Blenden Rieb und so etwas nicht. Und untertags bin ich meistens in den Bergen und nachts bin ich auch da, mit uns so richtig fein. Und jeden Tag wird es liegelos in der Radio eine Herde weißer Schafe. Nachts. Das ist Hittenlied. Im Winter bin ich in Seirent, in Felders auf meinen Hof daheim. Und im Sommer ist mein Hof mit der Dalbe. Wie lang ist der Bock? Sölden TV. Hier bist du der Star.